Heinrich, schön, dass du da bist. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Was treibst du denn da? Hey du! Heinrich, schön, dass du da bist. Ist das deine... Amen.
Möge Gott dich behüten, Heinrich. Gott sei mit dir, Heinrich. Beste Grüße. Hast du zufällig Arbeit? Tja, wenn ich so drüber nachdenke, es gäbe da eine Sache. Kürzlich kam so ein heiliger Mann vorbei. Er hat behauptet, er käme aus dem Heiligen Land und hat Relikte verkauft, die er auf seinen Reisen gesammelt hat. Verstehe. Jedenfalls habe ich gehört, er hätte Bruchstücke eines Schwertes, das einst der berühmten tschechischen Königin Saba gehört hat. Aber als er bei mir ankam, war kein einziges mehr übrig. Er hatte nur noch zwielichtige Waren wie Splitter vom Kreuze Jesu, Dornen seiner Krone. Nichts, was mich interessiert. Und wer hat die Bruchstücke des Schwertes nun? Er hat sie an die Schmiede in der Gegend verkauft. Sie haben sie bloß zu Hause rumliegen als Glücksbringer. Wenn ich alle hätte, würde ich das Schwert zusammensetzen. Kannst du dir vorstellen, welche Macht es hätte? Wenn du mir alle Teile besorgen kannst, werde ich dich reich belohnen. Sicher, dass die Königin von Saba Tschechin war? Was soll sie sonst gewesen sein? Sagt dir der Name nichts? Frag einen Pfarrer, sie kommt in der Bibel vor. Aha. Sicher, dass die Königin von Saba Tschechin war? Was soll sie... Ist es nicht seltsam, dass ein Pilger etwas so Wertvolles bei sich hat? Willst du damit sagen, er lügt? Nun, den Leuten kann man nicht trauen, aber darüber macht man keine Witze. Gott würde ihn von der Erde tilgen, wenn er heilige Relikte verunglimpfen würde. Welche Macht wohnte dem Schwert inne? Was sonst? Es brachte seinem Träger Glück
und schützte sie in der Schlacht. Wo sind die Bruchstücke? Wie gesagt, die Schmiede hier haben sie gekauft. Angeblich hat der Schmied aus Ratai das Größte. Der Bastard wird es vielleicht nicht verkaufen wollen. Aber wenn du es stibitzen könntest... So ein Schwert könnte ich gebrauchen. Verkaufst du es dann? Tja, das wird dich was kosten. An die Bruchstücke zu kommen ist eine Sache, aber sie zusammenzusetzen eine ganz andere. Der Pfuscher aus Ratai brächte das nicht fertig. Klingt interessant. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ausgezeichnet. Du wirst es nicht bereuen. Ich zahle gut. Thank you.